Ein Raser auf der A10 und ein gewaltiger Crash. Autowracks und Trümmerteile verteilen sich kreuz und quer auf dem Berliner Ring. Einsatzkräfte bergen Verletzte. Die Dashcam eines polnischen LKW-Fahrers filmt den schrecklichen Unfall. Gegen 21 Uhr rast ein PKW auf dem Mittelstreifen heran. Ungebremst kracht der Wagen in einen Transporter. Beide Fahrzeuge schleudern über die Autobahn. Ein Feuerball steigt auf. Bei der Kollision wird der Transporter gegen einen LKW geschleudert und landet im Graben. Beide Insassen sind eingeklemmt und schwer verletzt. Sie werden mit hydraulischen Spreizgeräten befreit. Auch der Raser wird schwer verletzt aus seinem Fahrzeug geborgen. Der Fahrer des LKW ist nur leicht verletzt. Allerdings reißt bei dem Unfall der Dieseltank des LKW auf. 800 Liter Kraftstoff verteilen sich über die Autobahn. Durch die Rettungs- und Aufräumarbeiten kommt es zu erheblichen Rückstaus. Die Autobahnpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.